So, wir haben jetzt hier von Klasek, den Piraten. Und zwar sind das insgesamt 100 Stück. Einfach klasse. Hier sogar mit so einem eigenen Geprüft-Logo oder Prüfzeichen, je nachdem, wie man das sehen möchte. Auf der Rückseite haben wir hier verschiedenste Angaben in den verschiedensten Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Gebrauchsanweisung, Streichholzbombe. Na gut, okay. Hier dann Pirat mit der Artikelnummer K0203, eingestuft in Kategorie 2. Produziert hier die Version 2.11, Mai 2.11. Und zu verbrauchen wäre das Ganze dann bis 2019. Also Ende 2019. Sind wie gesagt 100 Stück, ganz normale Einschlagpiraten, Einschlagreiber. Schauen wir uns den Spaß mal an. Natürlich auch hier wieder aufs Rotzigste verarbeitet. Sind halt eben billig, knallen aber dafür trotzdem ganz gut. Hinten zugemacht mit Gips, Wandungen wieder ziemlich dünn. Oben haben wir hier einen gelben, stinknormalen China-Reibekopf. Hier zum Beispiel liegt schon einer in der Verpackung, der muss hier irgendwo rausgefallen sein. Man sieht es nicht sonderlich gut verarbeitet. Ja, relativ klein. Wobei, gut, normale Reiber sind auch nicht größer. 100 Stück. Haben so einen leichten Grünstich, wie man das hier sieht. Ja, würde ich sagen, gehen wir den Spaß mal testen. Der war krass, ey. Zeitgleich.